Ja, wir haben unser Stadtretreat am Samstag begonnen, haben jetzt schon mehr als einen Tag hinter uns in dieser intensiven Praxiswoche. Und ein wichtiges Thema, mit dem wir uns befasst haben an dem Samstag, als wir begonnen haben und auch während der Woche, ist die buddhistische Lehre der 8 weltlichen Winde. Und heute möchte ich einfach ein paar Betrachtungen, ein paar Gedanken zu dem ersten Paar von Winden mit euch teilen. Das erste Paar ist Gewinn und Verlust. Ja, die Winde, die uns um die Ohren wehen, manchmal als sachte Brise, manchmal als heftiger Sturm. Immer und immer wieder bekommen wir Sachen und freuen uns. Da ist Gewinn. Wir haben etwas, woran wir uns freuen. Und immer wieder machen wir wieder die Erfahrung von Verlust. Wir verlieren etwas. Etwas, woran wir hingen, hört auf, verändert sich. Und selbst wenn wir noch vorher nie etwas von diesen 8 weltlichen Winden gehört haben, haben wir ganz bestimmt schon über dieses Thema reflektiert. Ja, da Dinge entstehen, Dinge vergehen. Das ist eigentlich, gehört das zum Kern der buddhistischen Lehre. Ja, die Betrachtung, dass alles, was entsteht, wieder vergehen wird. Ja, dass das Leben nichts Festes ist. Egal, wo wir hinschauen, sehen wir nichts Festes, nichts Beständiges, nichts Unveränderliches, sondern wir sehen Prozesse. Entstehen und vergehen, Neues entstehen, Neues vergehen. Überall, wo wir hinschauen, nur Prozesse und kein festes, unveränderliches Sein. Das sind Betrachtungen, die wahrscheinlich mit denen jeder vertraut ist, der überhaupt irgendetwas mit Buddhismus zu tun gehabt hat. Und ich denke, wenn man auf dem buddhistischen Übungsweg ist, sind solche Betrachtungen zu Vergänglichkeit, zu Prozesshaftigkeit, gehören eigentlich zum Teil unserer täglichen Reflexion. Wir erleben es jeden Tag und jeden Tag können wir es wieder als Gelegenheit nehmen, über die Wirklichkeit zu reflektieren. Ja, Dinge sind nicht fest, Dinge sind nicht ewig, weder die schönen noch die unangenehmen Sachen, nichts ist fest, sondern alles ist im Fluss, alles ist Prozess. Und das erleben wir in ganz, ganz vielfältiger Weise, egal wo wir hinschauen, in unserer Erfahrung, in unserem Alltag, wir sehen dieses Entstehen und Vergehen, dieses Prozesshafte. So zum Beispiel ein Bereich, in dem ich das immer wieder ganz bewusst sehe, wo es mir so wirklich unter die Nase gerieben wird, ist in meinem Garten. Ich habe einen Garten und ich sehe da dieses ständige Entstehen, Vergehen, Werden, Verändern, Verfallen. Und ich habe dann manchmal im Frühling eine Riesenfreude, wenn die ersten Stauden so ihre grünen Stängel aus der Erde stecken, ja, wenn die dann anfangen zu wachsen. Und wenn dann die Blüten sich bilden und wenn sie aufblühen und wenn sie wirklich in schönster Blüte stehen, kann ich mich daran erfreuen. Und ich merke, wie ich ein bisschen Widerstand leiste, wenn ich merke, dass die Blüte anfängt ein bisschen zu welken. Und manchmal gibt's ja bei manchen Pflanzen, sind einige Blüten gerade ganz auf und andere sind schon ein bisschen am Verwelken. Und da ist beides gleichzeitig da, das Aufblühen und das Vergehen. Und ich merke, wie ich da ein bisschen Widerstand dagegen leiste. Also ich wünschte, es würde einfach länger in voller Blüte bleiben. Und dann irgendwann verfallen, verwelken die Blüten und auch die Pflanzenblätter werden braun, fangen an sich zu kräuseln. Und dann kann man sie trotzdem noch nicht wegschneiden, man muss noch ein bisschen sie stehen lassen, bis es Zeit ist, wieder sie zurückzuschneiden. Und ich merke manchmal, wie ich so Staudenkataloge mir anschaue. Und dann so sehnsüchtig diese Fotos sehe, die so perfekt aussehen, wo man wunderbare Staudenbeete sieht, wo alles in schönster, prächtigster Blüte steht nebeneinander. Und ich muss mir immer wieder bewusst machen, in meinem Garten sieht das nie so aus. Wenn in einem Beet was wunderbar aufblüht, ist direkt daneben die Pflanze schon wieder am Verwelken oder noch nicht ganz aufgegangen. Also eigentlich gibt es nie bei mir im Garten ein Beet, wo alles in schönster Blüte steht, sondern es ist immer ein Prozess von Entstehen und Vergehen und meistens auch parallel, gleichzeitig. Ja, und diese wunderbaren Fotos in den Staudenkatalogen, ich habe keine Ahnung, wie die produzieren, aber es sind nur Momentaufnahmen und wahrscheinlich auch ein bisschen retuschiert. Ja, wo sie dann die Pflanzen, die schon ein bisschen am Braun werden sind, rausgeschnitten haben oder irgendwie das Foto überarbeitet haben. Aber in einem echten Garten ist immer beides gleichzeitig da. Das Entstehen, das Werden und das Verfallen. Letztes Jahr habe ich meinen Rasen neu ausgesät und er sah prächtig aus. Ja, prächtig, grün, satt. Und nur ein Jahr später waren Wühlmäuse da und Maulwürfe. Und ich muss mir anschauen, wie sehr sich das verändert hat. Und ich muss loslassen. Also ich habe das Gefühl,
einen Garten oder auch für die, die keinen Garten haben, überhaupt die Natur, die Erfahrung und Beobachtung von Natur ist eine echte Erziehung des Herzens, eine Weise, sich vertraut zu machen mit der Prozesshaftigkeit allen Seins. Aber es gibt auch noch andere Bereiche, die uns noch näher gehen, wo, wenn wir Vergänglichkeit, Veränderlichkeit betrachten, wo uns das viel näher geht, als nur wenn wir die Natur betrachten. Zum Beispiel der Bereich von Beziehungen. Auch da gibt es Gewinn und da gibt es Verlust. Beziehungen entwickeln sich, verändern sich und enden auch immer wieder mal. Das heißt, es kann sein, wenn eine Beziehung gerade im Aufblühen ist, da entsteht eine Freundschaft, da ist ein Mensch, an dem wir Interesse gewinnen und wir merken, dass wir vieles gemeinsam haben und es entsteht Nähe, Vertrautheit, Freundschaft. Ja, man hat das Gefühl, an einem Strang zu ziehen. Das ist was sehr Beglückendes. Und man kann sich freuen, dass da etwas im Wachsen begriffen, im Werden begriffen ist. Und dann kann es wieder so schmerzhaft sein, wenn man sieht, dass der gegenteilige Prozess passiert. Wenn jemand, der einem nah war, einem ein bisschen fremd wird. Wenn man merkt, dass eine Beziehung, die sehr, sehr befriedigend war, sich ändert und weniger befriedigend wird. Wenn man merkt, dass man vielleicht weniger miteinander anfangen kann. Dass das Interesse aneinander verblasst, nachlässt. Ja, vielleicht, dass man nicht mehr so viel Freude aneinander hat. Und oft ist das ein schmerzhafter Prozess, eine sehr schmerzhafte Erkenntnis, sich einzugestehen, dass Beziehungen sich ändern und eben auch wieder vergehen können oder sich lösen können. Und das fällt gerade in dem Bereich von menschlichen Beziehungen sehr, sehr schwer, diese Prozesshaftigkeit anzunehmen. Und ich glaube, man hat sehr stark die Neigung, Beziehung festschreiben zu wollen und darin Sicherheit zu suchen. Aber es gibt keine Beziehung, die unveränderlich ist. Ja, selbst eine Beziehung, die über viele, viele Jahre sehr befriedigend und sehr schön ist, ist trotzdem immer und immer wieder anders. Und sie wird auf jeden Fall irgendwann enden, spätestens wenn einer von uns stirbt. Das heißt, keine Beziehung ist fest und ewig. Ja, immer wenn wir etwas gewinnen, werden wir es auch irgendwann wieder verlieren. Aber es ist natürlich auch umgekehrt. Das. Also nicht nur, dass alles Schöne vergehen wird, sondern auch immer, wenn wir etwas verloren haben, wenn etwas sich verändert hat, entsteht etwas Neues. Ja, immer wenn wir das Gefühl haben, mit leeren Händen dazustehen, können wir ganz sicher sein, dass wir wieder etwas gewinnen werden, dass etwas Neues entstehen wird. Das vergessen wir manchmal. Und vor allem dann, wenn es gelingt, nicht an dem Alten so festzuklammern, ja, sich nicht in dem Alten darin festzubeißen und dem Alten nachzutrauern und nachzuhängen, sondern wenn man wieder ganz in der Gegenwart ankommen kann, ganz präsent und offen für das, was jetzt gerade da ist und was der nächste Augenblick bringen kann. Das kann ein sehr reiches Gefühl sein. Und ich habe das immer und immer wieder erlebt, in mir und in anderen, dass manchmal gerade so große Verluste, wenn etwas zerbricht, worauf man sich wirklich verlassen hatte, eine Beziehung oder was anderes Wichtiges im Leben, dass solche großen Verluste ein echter Weckruf sein können. So eine Art Weckruf, der uns aus so einer Fantasie- oder Traumwelt zurückholt in die Wirklichkeit. Und damit meine ich nicht irgend so eine dröge, kalte Wirklichkeit, sondern eine vibrierende, wache, lebendige Gegenwart, in der sehr viel möglich ist, oft viel mehr möglich ist, als wir ahnen. Ja, und neben diesen großen Verlusten gibt's natürlich die ständigen Erfahrungen von Gewinn und Verlust, die man im Alltag macht. So die kleinen Sachen, die man tagtäglich, wahrscheinlich sogar stündlich erlebt. Wir wollen bestimmte Sachen und manchmal bekommen wir sie und manchmal bekommen wir sie nicht. Ja, bekommen wir unseren Willen oder bekommt jemand anders seinen Willen? In dem einen Fall empfinden wir das als Gewinn, in dem anderen Fall empfinden wir das als Verlust. Ja, gerade im Zusammenleben oder im Zusammenarbeiten mit anderen Menschen passiert das ständig, fortwährend. Ja, man sitzt in einem Büro mit ein paar anderen Menschen, man teilt sich einen Büroraum. Der eine möchte das Radio anhaben oder findet es schön, sich zu unterhalten. Der andere hat das Gefühl, so kann er sich nicht konzentrieren. Der eine hätte gern das Fenster offen, der andere hätte das Fenster gerne zu. Und bei der Urlaubsplanung wollen alle gerne die ersten schönen Sommerferien Urlaub haben. Aber es können halt nicht alle gleichzeitig in Urlaub fahren. Das heißt, immer wieder ist die Erfahrung, ich bekomme meinen Willen, ich bekomme nicht, was ich will. Ich bekomme, was ich will und ich bekomme mal wieder nicht, was ich will. Und wenn wir lernen wollen, mit diesen weltlichen Winden zu segeln, dann heißt das, wir nehmen den Wind, wie er kommt. Ja, die Winde, die wehen, da können wir nichts dran ändern, aber wie wir mit ihnen arbeiten, ob sie uns umpusten, ob sie uns scheitern lassen, ob wir daran zerbrechen oder ob wir sie einfach nehmen, wie sie kommen und auf ihn segeln lernen. Darauf haben wir einen Einfluss.
mit den weltlichen Winden segeln zu lernen, heißt, dass wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, machen wir daraus kein Drama. Wir erzählen uns nicht eine große Geschichte von, ach, immer bekommen die anderen ihren Willen und nie bekomme ich und immer bin ich das Opfer und keiner nimmt Rücksicht auf mich. Nur wir merken, dass wir anfangen, solche Geschichten zu erzählen, die sind wahrscheinlich nicht wahr. Wenn wir die Neigung haben, uns solche Geschichten selbst zu erzählen, ist unser Blick wahrscheinlich sehr einseitig auf eine bestimmte Windrichtung gerichtet, auf eine bestimmte Seite dieses ganzen Bildes. Wir sehen den Verlust und vielleicht bemerken wir jeden kleinen Verlust ganz besonders deutlich, ganz besonders schmerzhaft, aber richten gar nicht unseren Blick auf all das, was wir gewinnen und bekommen fortwährend. Und falls wir zu diesem Typus gehören, ist eine wichtige Übung, uns in Wertschätzung und Dankbarkeit zu üben. Eine kleine Übung, die ich da vorschlagen möchte, ist, einmal am Tag oder vielleicht sogar mehrmals am Tag sich einen Zettel zu nehmen und Stift und sich bewusst zu machen, was man heute alles bekommen hat. An einem ganz normalen Tag. Was einem gegeben wurde. Manchmal sogar völlig unerwartet in den Schoß fällt. So eine Art Dankbarkeitstagebuch. Und wenn man das macht, fällt einem so vieles ein. So kleine Sachen, die man sonst übersieht. Ja, da hat jemand einem eine Tasse Kaffee gekocht, obwohl man gar nicht drum gebeten hatte. Oder morgens geht man aus dem Haus und die warmen Sonnenstrahlen freuen ein, obwohl eigentlich Regen vorhergesagt war. Oder man bekommt ein unerwartetes Lob. Jemand gibt einem die Vorfahrt, Straßenverkehr. Oder einfach so Sachen, die wir manchmal für völlig selbstverständlich nehmen, so wie dass wir gesund sind, dass wir nicht krank sind, dass wir einen gesunden, funktionierenden Körper haben. Dass unser Auto morgens anspringt und dass wir eine warme Dusche haben können. Das können sehr, sehr viele Menschen auf diesem Planeten nicht haben. Also solche Betrachtungen von Dankbarkeit und Wertschätzung für die kleinen Sachen, die wir haben, können uns helfen, dann auch gleichmütiger damit umzugehen, wenn wir mal einen Verlust erleben. Unser Thema, unser Rahmenthema für die Woche sind ja die weltlichen Winde. Und ich wollte kurz daran erinnern, dass das eine poetische Übersetzung ist für das Pali-Wort Loka Damas. Und genauer könnte man das Wort Loka Damas übersetzen mit Weltgesetze. So findet man das auch manchmal im Pali-Kanon. Da ist von den 8 Weltgesetzen die Rede. Loka ist Welt und Damas kann man auch als Gesetz übersetzen. Und der Buddha sagt im Pali-Kanon in einer Lehrrede, dass diese Loka Damas, diese weltlichen Winde, jedem passieren. Er sagt, das ist eine Erfahrung, die ein normaler, ungeschulter Mensch macht. Er erlebt Gewinn, Verlust, Ruhm, Schande und so weiter. Aber auch jemand, der jahrelang spirituell praktiziert hat, jemand, der, wie er es nennt, ein edler Schüler ist, ja, vielleicht auch schon sehr weit in seiner spirituellen Praxis, wird die trotzdem erleben. Selbst wenn man erleuchtet ist, ist man nicht geschützt vor diesen Weltgesetzen, vor diesen Loka-Dhammas. Das heißt, wir können 100% sicher sein, dass die uns alle 8 widerfahren werden, immer und immer wieder. Wir werden Gewinn erleben, wir werden Verlust erleben, wir werden Leid erleben und Freude erleben, Lob und Tadel und so weiter. Das Problem ist nicht, dass die passieren, sondern wie wir damit umgehen. Und ich finde das ganz schön formuliert in einer Lehrrede im Pali-Kanon, wo der Buddha beschreibt, wie wir meistens damit umgehen. Er sagt, Gewinn und Verlust, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leid halten seinen Geist umsponnen. Er beschreibt da einen nicht geschulten Menschen. Und ich finde das eine schöne Formulierung. Sie halten unseren Geist umsponnen. Sie beschäftigen uns. Sie binden uns. Und heute möchte ich einmal ein paar Betrachtungen zu dem zweiten Paar mit euch teilen. Das zweite Paar der Loka Damas ist das Paar von Ehre und Verachtung. So war das in dem Pali-Kanon-Sutra, was ich gerade zitiert habe, übersetzt. Üblicher ist die Übersetzung Ruhm und Schande. Aber ich möchte es simpler nennen, einfach Beliebtheit und Unbeliebtheit. Ja, wahrscheinlich Ruhm und Schande sind große Worte. Ich weiß nicht, ob wir die auf unsere eigene Erfahrung so beziehen können, aber wir alle kennen das Gefühl von beliebt sein wollen und uns manchmal vielleicht auch unbeliebt fühlen. Und wenn wir nachspüren und ehrlich sind, merken wir, dass das eine sehr wichtige Frage ist. Ob wir das Gefühl haben, beliebt zu sein, oder ob wir das Gefühl haben, eher unbeliebt zu sein, das hat oft einen sehr großen Einfluss auf uns. Und wir haben da ja sozusagen eine moderne Version, einen modernen Begriff dafür, den Begriff des Mobbings, der ja in den letzten Jahren in aller Munde ist. Meistens, wenn man sagt, jemand fühlt sich gemobbt, meint man damit nichts anderes als, jemand fühlt sich unbeliebt. Aus der Erfahrung, man ist in einer Gruppe von Menschen
Und man fühlt sich nicht drin, sondern man fühlt sich draußen. Oder vielleicht nicht ganz draußen, aber eher am Rand. Und unser natürlicher Instinkt ist, dass wir in einer Gruppe lieber drinnen sein wollen, lieber Teil der Gruppe sein wollen. Die Frage ist also, wie können wir mit dieser Erfahrung gut umgehen? Ich habe da ein paar Vorschläge. Das erste ist, ganz einfach, ganz simpel, sich erstmal einzugestehen, dass es uns was ausmacht, ob wir beliebt sind oder unbeliebt sind. Ich denke, man kann sich da schnell was vormachen. Man denkt vielleicht, ach, ist mir völlig egal, was andere über mich denken. Das ist was, was man öfter hören kann. Mir vollkommen egal, was andere über mich denken. Ich mache nur, was ich für richtig halte. Ich glaube, in allermeisten Fällen macht man sich was vor, wenn man das sagt. Das ist eine Art von Selbsttäuschung. Unser ganzer Instinktapparat als Menschen sagt uns, dass es gefährlich ist, wenn wir ausgestoßen werden. In der Steinzeit wäre es lebensgefährlich gewesen. Wenn unsere Sippe uns ausgestoßen hätte, wäre das tatsächlich ein Todesurteil gewesen. Das heißt, unser ganzer Instinktapparat als Menschen, als Säugetiere, sagt uns, dass Ausstoßen aus der Gruppe Gefahr bedeutet. Und ich denke, es ist ganz hilfreich, sich das einfach einzugestehen. Sich einzugestehen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin unbeliebt, das ist sehr unangenehm. Ich glaube, manchmal missbrauchen wir spirituelle Übung dahingehend, dass wir glauben, wenn wir nur genügend praktizieren, wenn wir nur genügend meditieren, dann stehen wir irgendwann so über den Dingen, dass wir uns nicht mehr angenehm oder unangenehm sind, dass wir einfach unangenehme Erfahrungen vermeiden können. Und ich glaube, das ist ein Missverständnis. Das heißt, der erste Schritt ist einfach, sich einzugestehen, die Erfahrung von Unbeliebtheit ist unangenehm. Der zweite Schritt ist, sich klar zu machen, dass es passieren wird. Egal, wie wir uns verhalten. Ganz oft, glaube ich, denken wir, wenn ich mich nur richtig verhalte, wenn ich nur genau das Richtige sage, wenn ich klug bin, wenn ich immer freundlich bin, wenn ich fair bin, wenn ich mich ethisch verhalte, dann werden alle mich mögen. Und das ist nicht so. Ja, die Lokadamas sind Weltgesetze, Naturgesetze. Egal, was ich tue, ich werde ab und zu die Erfahrung machen, dass ich unbeliebt bin. Und es nützt dann nichts, wenn ich mir sage, oh, ich muss wohl was falsch gemacht haben, sondern ich kann mich entspannen in der Erkenntnis, dass es mir nie gelingen wird, es allen recht zu machen. Ja, und in gewisser Weise liegt wirklich eine Entspannung drin. Wenn wir uns klar machen, dass egal wie wir uns verhalten, es immer passieren wird, dass uns nicht immer alle mögen und uns nicht alle auf die Schulter klopfen werden, können wir uns entspannen. Ja, das ist einfach ein Teil der Wirklichkeit. Selbst der Buddha hatte Feinde. Also der erste Schritt, sich einzugestehen, dass es einem was ausmacht, ob man beliebt ist oder unbeliebt. Der zweite Schritt, sich klar zu machen, dass es trotzdem passieren wird, egal wie wir uns verhalten. Und der dritte Schritt, der wichtigste, ist, viel dafür zu tun, dass wir in uns selbst eine gewisse Stabilität finden. Ich denke, das ist das Wichtigste im Umgang mit allen acht weltlichen Winden. Eine tiefe, ruhige Stabilität in uns selbst zu finden. Buddhistische Tradition nennt das Gleichmut, Upekkha. Die Fähigkeit zu ruhen, in dem wie die Dinge sind, ohne sich hin und her reißen zu lassen. Und die buddhistischen Schriften empfehlen verschiedene Übungen, die einem helfen können, Upekkha, Gleichmut zu entwickeln. Da wird Ethik genannt, da wird Vertrauen genannt, auch Achtsamkeit. Und interessanterweise auch eine der Dinge, die helfen, Upekkha zu entwickeln, ist so eine Art grundlegendes Gefühl von, dass es einem gut geht, dass man sich wohlfühlt in sich selbst. Ich könnte sagen, eine Art von Selbstmetta. Auch das wird beschrieben. Ich möchte jetzt nur einen Aspekt oder vielleicht zwei Aspekte mir anschauen, wie wir das unterstützen können, uns in uns selbst stabiler zu fühlen. Und das erste ist Integrität. Ich glaube, dass wenn ich mich aufrichtig bemühe, ethisch zu leben, wirklich bemühe, die Vorsätze zu üben, so gut wie möglich zu üben. Wenn ich weiß, ich habe mein Bestes gegeben, dann gibt mir das ein tiefes Gefühl von Integrität. Und selbst wenn ich dann unbeliebt bin, wenn ich angegriffen und kritisiert werde, kann ich das einfach besser halten. Ich kann mich sozusagen auf mich selbst beziehen und sagen, okay, ich habe mein Bestes gegeben. Und interessanterweise, mein Bestes gegeben heißt nicht, dass ich sage, ich habe alles richtig gemacht. Ja, wir sind nicht perfekt. Wir halten nicht die fünf Vorsätze, sondern wir üben die fünf Vorsätze. Aber das ist okay. Ich brauche nicht das Gefühl zu haben, dass ich alles perfekt gemacht habe, sondern nur, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mein persönliches Bestes gegeben. Das ist genug. Mehr kann ich nicht tun. Dann habe ich
ein reines Gewissen. Und es ist nicht das gleiche wie Stolz. Es ist nicht so eine Art von Eitelkeit, zu denken, ich mache immer alles richtig und ich habe immer recht. Das wäre eine Art von hoffnungsloser Fehleinschätzung. Es ist einfach nur das ruhige, reine Gewissen, was man hat, wenn man sicher ist, dass man sein persönlich Bestes gegeben hat. Und das Zweite, was ich sehr unterstützend finde im Entwickeln von so einer grundlegenden Stabilität, von Gleichmut, ist das, was ich unter der Überschrift Sangha fassen würde. Was ich damit meine, ist, dass wir echte, tiefe Beziehungen mit Menschen haben, die uns wirklich gut kennen, die unsere Werte kennen und auch teilen. Menschen, die unsere Bemühungen um Integrität sehen und auch bezeugen können. Also Menschen, die uns auf einer ganz grundsätzlichen, tiefen Ebene bejahen. Sie sehen, dass wir einfach Übende, Suchende sind. Und wenn man solche Freundschaften hat, und vor allem, wenn man nicht nur ein oder zwei davon hat, sondern eine ganze Bandbreite solcher Freundschaften, kann uns das tatsächlich auch durch Zeiten tragen, wo wir uns angegriffen fühlen oder unbeliebt fühlen oder vielleicht sogar gemobbt fühlen. Und mit dieser Freundschaft, Sangha-Freundschaft, meine ich nicht eine gemütliche Freundschaft. Ich meine nicht so ein Zusammenklucken, wo man sich gegenseitig immer auf die Schulter klopft und sagt, ei, tai, tai, alles ist gut und du hast immer recht. Sondern ich denke, diese Arten von wirklich tiefen Freundschaften im Sangha, da ist durchaus auch Raum für Kritik. Ja, es sind Menschen, meine Freunde sehen mich durchaus auch kritisch. Die sehen meine hellen Seiten, sehen auch meine dunklen Seiten. Die sehen mein Streben, mein Üben, mein Ringen. Und sie sehen auch meine kindischen, eitlen und verbohrten Seiten. Und aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, in Zeiten, wo ich mich von den weltlichen Winden besonders gerüttelt fühle, tragen mich diese Arten von Beziehungen. Ich weiß, es gibt Menschen, die an mich glauben als Übende. Und für heute habe ich ein paar ganz konkrete Vorschläge. Einfach den Vorschlag, dass wir uns beobachten in diesem Spannungsverhältnis von Beliebtsein und Unbeliebtsein. Wie verhalten wir uns in diesem Spannungsfeld? Wenn wir mit anderen zusammen sind, haben wir Gedanken im Kopf wie, was denken die über mich? Oder verhalten wir uns so auf eine bestimmte Weise, damit die was Bestimmtes über uns denken? Das ist einfach nur wahrzunehmen. Oder wenn wir in einer Gruppe sind, sei es ja unsere Kollegen in der Mittagspause oder in einem Arbeitstreffen, im Sportverein, wo auch immer wir mit anderen Leuten zusammen sind, einfach zu beobachten, fühle ich mich drinnen, fühle ich mich draußen? Und wo auch immer ich mich fühle, wie geht es mir damit? Kann es sein, dass ich ganz viel rede, um gesehen zu werden, in dem tiefen Wunsch gehört und gesehen und wahrgenommen zu werden und Anerkennung zu finden? Versuche ich vielleicht sogar witzig zu sein? Verbiege ich mich, um Anerkennung zu finden, um beliebt zu sein? Oder vielleicht halte ich mich ganz am Rand und sage gar nichts, weil ich denke, es interessiert eh keinen, was ich denke. Lass uns einfach heute mal zu beobachten in unserem Zusammensein mit anderen und unsere Gewohnheiten entdecken in diesem Spannungsfeld von Beliebtsein und Unbeliebtsein. Und das sollten wir tun mit Achtsamkeit, genau hinspüren, genau hinsehen und mit ganz, ganz viel Metta und wahrscheinlich auch mit einer guten Portion Humor. Viel Erfolg dabei! Heute möchte ich ein paar Reflexionen zu dem dritten Paar von weltlichen Winden mit euch teilen. Ich hatte ja in den letzten beiden Tagen damit schon angefangen und heute möchte ich mich diesem dritten Paar der weltlichen Winde widmen. Das ist das Paar von Lob und Tadel. Oder ich möchte es mal nennen Lob und Kritik. Und wie bei den anderen Winden auch gibt es da zwei Windrichtungen. Eine davon ist uns sehr viel angenehmer als die andere. Der angenehme Wind ist, wenn uns Lob entgegenschlägt. Wenn wir Lob bekommen, wenn wir Anerkennung bekommen, ist das natürlich sehr angenehm. Ein ganz anderer Windzug ist da, wenn wir Kritik bekommen. Wenn uns gesagt wird, dass wir etwas getan haben, was falsch war, wenn wir kritisiert werden, kann sich das sehr unangenehm anfühlen. Und genau wie bei den anderen weltlichen Winden sind das zwei Sachen, die uns auf jeden Fall begegnen werden. Da können wir sicher sein, ab und an bekommen wir Lob und Anerkennung, ab und an bekommen wir Kritik, Tadel. Und es ist gut, damit einen guten Umgang zu finden. Also wie könnte ein guter Umgang mit diesen Erfahrungen von Lob und Kritik aussehen? Ich denke, das Allerwichtigste, womit man
anfangen sollte, das Allergrundlegendste, wenn ich merke, dass ich gelobt werde oder dass ich getadelt werde, ist, mich damit vertraut zu machen, was meine gewohnheitsmäßige Reaktion darauf ist. Also wirklich mich zu beobachten, was ist meine spontane, gewohnte Antwort auf Lob und Tadel. Also bevor man, das gilt auch für andere Bereiche im Buddhismus, bevor man anfängt, irgendetwas zu üben oder irgendwas verändern zu wollen, ist es sehr sinnvoll, erstmal zu schauen, wie es denn jetzt ist. Ja, man kann nicht etwas üben, bevor man sich mit dem Status quo wirklich vertraut gemacht hat. Zum Beispiel in einem ganz anderen Bereich, in der Metta Bhavana, ist es unsinnig zu versuchen, Liebe oder Mitgefühl für jemanden zu entwickeln, ohne erstmal gespürt zu haben, was ist denn spontan da, wenn ich an den Menschen denke. Also erstmal ist wichtig zu spüren, welche Emotionen sind jetzt da und dann erst in einem zweiten Schritt zu schauen, ob man was verändern kann und möchte. Also würde ich uns alle ermutigen, mal in den nächsten Tagen zu beobachten, wie gehe ich mit Lob um? Was ist meine gewohnheitsmäßige Reaktion? Freue ich mich, wenn ich gelobt werde? Vielleicht halte ich es fest und erzähle es mir selbst immer und immer wieder, erinnere mich daran, ah, da habe ich dieses Lob bekommen und die Person hat das und das gesagt, so, also dass ich mich tagelang vielleicht darin weide, was mir da gesagt wurde. So greift mein Ego danach und versucht, sich daran zu nähren, sich daran aufzubauen. Das habe ich aber gut gemacht, ja, das haben die anderen auch gesehen, wie gut ich das gemacht habe. Oder gehöre ich vielleicht mehr zu dem Typus, der Lob gar nicht annehmen kann? Was tue ich, wenn jemand mich lobt, dass ich sie direkt runterspiele oder das Lob zurückgebe, das ein bisschen relativiere? Was steckt dahinter, wenn ich das tue? Ist da vielleicht Stolz? Ist da vielleicht das Gefühl, dass wenn jemand mich lobt, dann schaut er auf mich herab? Oder ist da vielleicht eine Angst, dass wenn ich jetzt gelobt werde, dann wird mein Ego wieder so groß, also will ich das Lob direkt abblocken? Oder vielleicht eine Angst, mich von dem Lobenden abhängig zu machen? Oder bin ich jemand, der sehr, sehr stark danach hungert, gelobt zu werden, ja, der so sehr darauf versessen ist, positive Rückmeldungen zu bekommen, dass es vielleicht sogar anderen Menschen schwerfällt, mir etwas Positives zu sagen? Ja, wie so ein hungriger Geist. Oder vielleicht löst Lob Angst aus, oh, die erwarten jetzt was von mir. Ja, also wirklich mal einfach nur zu beobachten, was ist meine gewohnheitsmäßige Antwort, mein gewohnheitsmäßiger Umgang damit, wenn ich gelobt werde. Und wenn wir das beobachten, ist wichtig, das freundlich zu beobachten, das aufmerksam zu beobachten, wirklich interessiert daran zu sein. Ja, nicht das direkt niederzumachen, du denkst, oh, ich sollte damit anders umgehen, sondern wirklich Interesse daran zu haben. Ah, wie funktioniert mein Geist? Wie funktionieren meine Emotionen? Ja, was passiert in mir, wenn eine Kollegin sagt, schönen Pulli hast du heute an? Oder wenn mein Chef mich lobt, eine Chefin. Und genauso können wir lernen zu beobachten, wie gehen wir eigentlich mit Kritik gewohnheitsmäßig um? Auch das ist hochinteressant. Was passiert, wenn ich kritisiert werde? Empfinde ich sofort eine Abwehr? Habe ich das Gefühl, ich muss sofort eine Schutzwand hochziehen, um mich zu schützen? Kann ich überhaupt das zuhören, wenn man mich kritisiert? Oder ist da gleich so laut ein inneres Nein, 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 dass ich überhaupt nicht mehr richtig hinhören kann, was gesagt wird? Oder habe ich vielleicht das Gefühl, wenn ich kritisiert werde, falle ich sofort in Stücke und fühle mich klein und armselig und als wäre ich nichts wert? Vielleicht ist da sogar Selbstmitleid oder löst Kritik sogar Selbsthass aus? Oder gehöre ich zu dem anderen Typus, der sobald er Kritik hört, sofort sich wappnet und sich für einen Gegenangriff rüstet, sofort mit der Gegenattacke startet? Also einfach wieder zu beobachten, was ist mein gewohnter Umgang? Das ist hochinteressant. Und das an sich ist schon eine sehr nützliche und lehrreiche Übung, selbst wenn man nur beobachten würde und sonst nichts tut. Aber ich will noch ein paar Gedanken hinzufügen, wie man vielleicht besser mit den Erfahrungen von Lob und Kritik umgehen kann. Und ich würde sagen, so eine Art Drei-Schritte-Programm, wie man mit Lob und Kritik umgehen kann. Der erste Schritt für mich, wenn ich Lob höre oder Kritik höre, ist, dass ich erstmal bewusst versuche, mich zu entspannen und Raum zu schaffen, um genau nicht in die gewohnten Muster zu fallen, ja, um sicherzustellen, dass ich nicht in die gewohnten Muster falle von sofort Schutzwand hochziehen oder
was auch immer meine Gewohnheiten sind, erstmal nur entspannen, paar Atemzüge nehmen und spüren, was das in mir auslöst, ohne direkt irgendwie zu antworten. Also erstmal Raum schaffen, um zu merken, was in mir vorgeht, wenn ich gelobt werde oder wenn ich kritisiert werde. Das ist der erste Schritt, den ich sehr nützlich finde. Der zweite Schritt ist dann wirklich hinzuhören, was da eigentlich gesagt wird. Ja, da sind wir auch nämlich ganz schön vorschnell manchmal. Es kann sein, dass jemand sagt, ach, das hast du gestern sehr, sehr schön gemacht, hat mir sehr gut gefallen, nur einen kleinen Verbesserungsvorschlag hätte ich. Und das, was wir dann hören, ist, ach, das war wieder alles schlecht, was ich gemacht habe. Also wirklich hinhören zu lernen, was ist denn da gesagt worden? Und das nicht zu pauschalisieren, nicht größer und nicht kleiner zu machen, sondern nur genau zu hören, was ist da gelobt oder was ist da genau kritisiert worden, ohne was hinzuzufügen. Und der dritte Schritt, wenn uns das gelungen ist, überhaupt zu hören, was gesagt wurde, ist so ruhig und so gelassen wie möglich zu prüfen, was dran ist. Ja, was ist daran zutreffend? Was ist an dem Lob, was ist in der Kritik gerechtfertigt? Und wenn was dran ist, dann, wenn es ein Lob war, dann können wir uns einfach freuen, können uns erlauben, eine gewisse Zufriedenheit zu spüren, vielleicht auch sogar einen Genuss. Ja, es ist schön, gelobt zu werden, das ist nicht was, wofür man sich schämen muss, dass man das genießt. Man freut sich dran, man kann sich sogar bedanken für das Lob und dann kann man loslassen und weitergehen. Ja, ein bisschen so, wie wenn wir eine Blume am Wegrand finden. Wir können uns bücken und daran riechen, den Duft genießen und mit Freude den Anblick dieser Blume genießen, uns wirklich daran freuen und dann gehen wir weiter, ohne sie abzupflücken. Wir müssen sie nicht mitnehmen, wir können sie da stehen lassen. Genauso können wir mit Lob umgehen. Wir brauchen unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen und zu sagen, ach nein, nein, das war ja nichts. Noch müssen wir uns damit brüsten, dass wir gelobt worden sind. Und im Falle von Kritik, wenn wir merken, da ist was dran, einfach erkennen, was wir falsch gemacht haben. Und wenn es natürlich möglich ist, dann ist es schön, wenn da Schaden entstanden ist, wenn wir den wieder gut machen können. Und wenn es nur ist, dass wir uns entschuldigen. Aber manchmal ist es nicht möglich, irgendwas wieder gut zu machen. Und dann können wir einfach daraus lernen für die Zukunft. Wir haben gemerkt, da ist was falsch gelaufen, da haben wir uns nicht so gut verhalten, wie wir es hätten tun können. Und wir lernen daraus und machen es beim nächsten Mal besser. Und wir können auch da eine Freude empfinden, nämlich die Freude, dass wir aus unseren Fehlern lernen können. Also wir brauchen Kritik nicht zu lesen als, oh, ich habe schon wieder alles falsch gemacht, sondern wir können wirklich es auch so lesen als, ah, da habe ich eine sehr wertvolle, nützliche Rückmeldung bekommen, die mir hilft, in meiner Absicht mich zu entwickeln. Also wenn wir in Analogie zu dem Bild von der Blume am Wegrand ein Bild suchen würden, könnte man sagen, das ist so, als wäre ich in einen Stachel reingetreten und ich entferne diesen Stachel aus meiner Fußsohle mit Sorgfalt und mit Freundlichkeit. Ich versorge die Wunde. Ich lerne daraus, in welche Pflanzen man nicht reintreten darf und ich gehe einfach weiter. Ich muss die Last nicht mit mir schleppen. Ach, da habe ich was ganz Grauenhaftes falsch gemacht, sondern ich lerne daraus und werde in meiner Praxis in Zukunft vermeiden, das Gleiche nochmal zu machen. Also, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg mit dem Umgang mit Lob und Kritik heute und in den nächsten Tagen und wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Guten Morgen, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Stadtretreats. Hier ist wieder Jana Chandra. Heute mit ein paar Betrachtungen und Reflexionen zu dem vierten Paar weltlicher Winde. Nämlich Freude und Leid. Auch das Erfahrungen, die wir alle immer wieder machen. Wir kennen alle Freude, wir kennen alle Leid, Schmerz. Heute würde ich die aber gerne anders übersetzen, nämlich simpler als die Erfahrung von Lust und Unlust oder als die Erfahrung von angenehm und unangenehm. Ich denke, das widerfährt uns ständig. Jede Minute unseres Lebens erleben wir Dinge, die angenehm sind, erleben wir Dinge, die unangenehm sind. Und wenn ich mich selbst anschaue, wie ich damit umgehe, muss ich gestehen, dass ich mir manchmal vorkomme wie so eine Blinde, die sich so blind vorantastet. Hier ist was, das fühlt sich unangenehm an, dem weiche ich aus. Da ist was, das fühlt sich angenehm an, da will ich hin. Ja, so wie so eine Blinde sich vortastet, fast instinktives Vermeiden von allem, was Unlust bereitet, was unangenehm ist,
und ein instinktives Suchen nach dem, was Lust bereitet, was angenehm ist. Manchmal, das ist kein schönes Bild, aber manchmal komme ich mir vor wie so eine Schnecke oder so ein Wurm, also ein wirklich primitives Lebewesen, was die Fühler ausstreckt und sobald etwas sich unangenehm anfühlt, ziehe ich die Fühler ganz schnell wieder ein und drehe mich instinktiv zur anderen Seite und suche nach dem, was angenehm ist. Ich denke, das ist eine Erfahrung, die wir alle kennen. Man sieht was, was unangenehm ist und wendet fast instinktiv den Blick ab. Ja, oder manche Menschen, mit denen fühlt man sich unwohl und man vermeidet die fast instinktiv. Man meidet den Blickkontakt. Man merkt das oft gar nicht, dass man das tut. Oder da ist eine Aufgabe, die wir zu erledigen haben, die uns unangenehm ist. Und die Neigung ist, sie aufzuschieben, zu sagen, ach, später, später. Und sich den Aufgaben erstmal zuzuwenden, die Spaß machen, die einfacher sind. Oder manchmal sogar auf der Ebene von Gedanken. Da kommt ein Gedanke und ich schiebe ihn ganz schnell weg, will ihn gar nicht zu Ende denken, der ist unangenehm. Also so ein instinktives Vermeiden von Unangenehmen und instinktives Suchen nach dem, was angenehm ist. Nun ist es an sich natürlich kein Problem, dass wir lieber Angenehmes empfinden wollen als Unangenehmes. Das ist vollkommen natürlich und da ist auch nichts schlecht daran. Das Problem ist, dass wir es so blind tun, ja, dass wir es nicht reflektiert, nicht bewusst tun, sondern dass wir ja fast auf eine primitive Weise das eine meiden und das andere suchen, ohne richtig zu merken, was wir da tun. Und es ist, als ob wir uns blind in einem Labyrinth bewegen würden und wir drehen uns immer im Kreis. Im Vermeiden von Unangenehmen, im Suchen nach Angenehmen drehen wir uns im Kreis und kommen aus dem Labyrinth nicht raus. Und wenn wir nur die Augen öffnen würden und bewusst gucken würden, was wir da eigentlich tun, würden wir ziemlich leicht den Ausgang finden. Und Shantideva, das ist der Autor dieses wunderbaren Werks, was ich so liebe, dem Bodhicharya-Avatara. Das ist das Werk, aus dem unsere siebenfältige Puja auch stammt. Der fasst das wunderbar in folgendem Satz. Er schreibt, aus dem Wunsch heraus, dem Leiden zu entfliehen, stürzen sie sich in Leiden. Aus dem Wunsch nach Glück heraus zerstören sie Feinden gleich aus Verblendung ihr eigenes Glück. Das finde ich, war immer schon ein Satz, der mich hat zusammenzucken lassen, wenn ich den gelesen habe, der mich frappiert hat und fasziniert hat. Aus dem Wunsch heraus, Leiden zu entfliehen, stürzen wir uns in Leiden. Also, möchte ich mal mir anschauen, ein bisschen überlegen, wie sieht das aus, wie tun wir das? Ein paar Beispiele, die mir da einfallen, ist, natürlich das frappierendste Beispiel ist, wenn man Drogen aller Art benutzt. Ja, der Heroinabhängige sozusagen der Prototyp dieses Verhaltens. In dem Wunsch, Leiden zu entfliehen, diesen schrecklichen Zustand von Bedürftigkeit, von Begehren, um dem zu entfliehen, setzt man sich die nächste Spritze und es geht einem für eine Weile gut. Aber durch dieses Verhalten stürzt man in unendlich tiefes Leid hinein. Ich vermute, ich spreche jetzt nicht zu Heroinabhängigen, wenn ich zu euch spreche, aber die Frage wäre, machen wir das auch im Kleinen so? Gibt es bestimmte Drogen, die wir uns einverleiben, um der Erfahrung von Unangenehmen zu entweichen? Ja, was sind unsere Drogen? Ich vermute, jeder von uns hat seine kleinen Drogen, mit denen wir uns betäuben und ablenken. Vielleicht ist es für manche die Arbeit, in die wir uns reinstürzen. Vielleicht ist es für andere Fernsehen. Ja, das ist eine Frage, die man sich stellen kann. Gibt es bestimmte Drogen, bestimmte Dinge, die ich nutze, um mich von unangenehm abzulenken? Oder dass irgendeine Situation, die unangenehm ist und statt der uns zu stellen, weichen wir beständig aus. Und durch dieses Ausweichen machen wir es eigentlich schlimmer. Kennt ihr das? Ja, zum Beispiel Konflikte. Manchmal weiß man, da ist irgendein Konflikt in der Luft und eigentlich müsste man da was ansprechen. Aber es ist so unangenehm, dass man es lieber vermeidet und es ein bisschen unter den Teppich kehrt. Und das Ergebnis ist, dass man fortwährend ein schwelendes Unbehagen hat. Man merkt, da ist irgendetwas im Argen, aber man wendet sich dem einfach nicht zu. Und ich glaube, das tun wir mit unangenehmen Gefühlen aller Art. Ich verwende eine Menge Energie in dem Versuch, die nicht zu erleben. Ja, unangenehme Gefühle rauszuhalten aus meinem Erleben, als ob man fortwährend viel Kraft aufwendet, um diese Erfahrung von unangenehm auf Armlänge zu halten, sie auszublenden. Und meine persönliche Erfahrung ist, wenn ich mich dann doch irgendwann, wenn ich irgendwann merke, was ich da tue und wenn ich sozusagen kapituliere und mich sozusagen umdrehe und der Erfahrung direkt ins Gesicht schaue, also nicht mehr wegrenne, nicht mehr wegschaue,
nicht mehr mich ablenke, sondern wirklich der unangenehmen Erfahrung direkt ins Gesicht schaue, dann fühlt sich das eigentlich immer an wie eine große Erleichterung. Also wenn man sich einer unangenehmen Erfahrung direkt stellt, sich ihr voll und ganz zuwendet, natürlich mit Aufmerksamkeit und mit Metta, dann wird sie dadurch natürlich nicht angenehm. Es kann immer noch ziemlich unbequem sein, aber gleichzeitig ist ein Gefühl von großer Erleichterung, weil man diesen ganzen Kraftakt, der damit verbunden ist, sie auszublenden, beenden kann. Also die ganze Energie wird freigesetzt, die man vorher benutzt hat, um diese Erfahrung auszublenden. Und ich muss sagen, in meiner Erfahrung, dass unangenehme Dinge einen Großteil ihres Schreckens verlieren, wenn ich sie wirklich direkt anschaue, und dass sie einen Großteil ihres Schreckens daraus beziehen, dass ich sie nur aus dem Augenwinkel wahrnehme. Dann sind sie wie ein bedrohlich großer Schatten so am Rande unserer Wahrnehmung. Aber wenn man sie direkt anschaut, sind sie meistens gar nicht so schlimm. Und ich kann sagen, ich habe noch nie erlebt, dass ich einer Erfahrung oder einer Situation nicht gewachsen war, wenn ich mich ihr ganz gestellt habe. Das heißt, wenn ich mich aktiv der Erfahrung oder meinem Erleben in diesem Moment zugewandt habe und mich dafür aktiv geöffnet habe, habe ich noch nie erlebt, dass es nicht bewältigbar ist. Alles ist bewältigbar, wenn man ihm ruhig ins Auge schaut. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich glaube, dass Ideen, Vorstellungen, die können einen überwältigen. Aber die direkte, unmittelbare Erfahrung hier und jetzt nicht. Und ich habe ein ganz frappierendes Beispiel dafür einmal gehört. Und zwar von einer Ordensfrau aus dem Triratna-Orden, Vidyamala. Die erzählte, wie sie einmal nach einer OP furchtbare Schmerzen hatte. Ja, sie ist chronisch krank, hat also viel mit Schmerzen zu tun. Sie hatte grauenhafte Schmerzen und sie hatte wirklich das Gefühl, sie kann diese Nacht nicht durchhalten. Sie hat 8 Stunden vor sich bis zum nächsten Morgen und sie wusste nicht, wie sie das schaffen soll. Sie dachte, das halte ich nicht durch, das schaffe ich nicht. Und dann hat sie sich gefragt, halte ich die nächste Sekunde durch? Und darauf konnte sie sagen, ja, das schaffe ich, die nächste Sekunde schaffe ich. Und das hat sie dann gemacht. Sie hat einfach nur sich dem jetzigen Augenblick gewidmet und gemerkt, den kann sie ertragen. Mit dem kann sie umgehen. Und irgendwann war die Nacht natürlich vorbei. Und so eine Idee von die ganze Nacht muss ich durchhalten mit diesen Schmerzen, das ist eine Idee. Die unmittelbare Erfahrung ist hier und jetzt. Und das ist die Realität. Und für heute schlage ich vor, dass wir genau das üben, den Blick genauer auf unsere Empfindungen zu richten. Also erstens zu bemerken, wo ist da eine unangenehme Empfindung? Wirklich zu spüren, hey, das ist eine unangenehme Empfindung. Das kann sein im Kontakt mit einem Arbeitskollegen, den man schwierig findet. Das kann eine körperliche Empfindung sein, dass ich merke, meine Schultern sind angespannt. Oder eine Empfindung im Straßenverkehr, wenn ich vielleicht frustriert bin, weil ich gerade im Stau stehe. Oder eine Unlust, die ich empfinde, angesichts einer bestimmten Aufgabe, die ich zu erledigen habe. Auf zum Beispiel ein schwieriges Kundengespräch, was mir bevorsteht. Oder eine langweilige Aufgabe am Computer. Oder vielleicht auch einfach nur der volle Mülleimer, den ich ausleeren sollte und keine Lust dazu habe. Also einfach zu spüren, wo ist eine unangenehme Empfindung. Und im zweiten Schritt, es zu benennen. Klar, selbst vor sich selbst zu benennen, das ist unangenehm. Unangenehme Empfindung. Im dritten Schritt, das zu spüren, das wirklich zu erleben, so furchtlos und so entspannt wie möglich, einfach zu erleben, wie sich das anfühlt. Das ist jetzt unangenehm. Der Anblick dieses vollen Mülleimers, das Gespräch mit diesem Kollegen, das Ziehen in den Schultern, was auch immer das ist. Einfach spüren, erleben, ohne was damit zu tun. Und dann im vierten Schritt, uns bewusst zu entscheiden, welche Handlung angemessen ist. Zum Beispiel bei einer Aufgabe, wo wir akut Unlust empfinden, ist vielleicht das Beste, sie sofort zu erledigen, ja, statt sie vor uns herzuschieben, sodass sie wie ein Gespenst uns den ganzen Tag umgibt. Aber vielleicht ist es auch besser zu sagen, nein, dafür ist jetzt kein Raum, ich werde sie ganz bewusst jetzt nicht tun, sondern ich tue sie am Freitagnachmittag. Auch das ist eine bewusste, klare Entscheidung. Ja, und diese Übung für sich alleine wäre natürlich ein bisschen einseitig. Deswegen schlage ich vor, wir tun es mit angenehmen Empfindungen ganz genauso. Versuchen zu merken, da ist eine angenehme Empfindung, vielleicht was Leckeres, was wir essen, oder die Empfindung eines warmen Getränks, was wir trinken, eine angenehme Körperempfindung, oder ein schöner Anblick, die Sonne, die durch die Wolken durchstrahlt. Im zweiten Schritt benennen wir das und sagen, das ist angenehm, eine angenehme Empfindung.
im dritten Schritt geben wir uns Raum, das wirklich zu erleben, das zu spüren, das heißt auch das zu genießen. Und im vierten Schritt entscheiden wir bewusst, welche Handlung ist angemessen. Ja, wenn ich den Nachtisch wirklich von ganzem Herzen genossen habe, dann ist es vielleicht gar nicht nötig, mir einen zweiten Nachschlag zu holen. Und was mir geholfen hat über die Woche, mich an meine vorgenommenen Übungen zu erinnern, ist, dass ich ein paar Steinchen in der linken Hosentasche habe. Und immer wenn ich dran denke, nehme ich mir ein Steinchen aus der linken Hosentasche, wende mich meinen Erfahrungen zu, spüre genau, was in dem Moment da ist, und dann stecke ich das Steinchen in die rechte Hosentasche. Und so wandern die Steinchen im Laufe des Tages von der linken in die rechten Hosentasche und dann irgendwann auch wieder zurück. Und es hilft mir einfach, mich dran zu erinnern. Ich wünsche euch für eure Übung heute alles Gute und bis Samstag. Tschüss!